Ich war noch nie irgendwo eingesperrt gewesen. Daher war mir alleine dieser Umstand, selbst ohne den Aspekt der Entführung, schon sehr unangenehm. Setzen Sie sich wieder, bat mich Sam eindringlich und deutete mit der flachen Hand Richtung Boden. Ich sah ihn verwundert an. Wieso? Wollen Sie nicht hier raus? Klar, natürlich. Aber so wird das doch nichts. Und Ihr Geschrei verängstigt die Kleine doch nur noch mehr. Sag noch einmal Kleine zu mir, du Arschloch, fauchte Amy. Und ihre verheulten roten Augen bildeten dünne Schlitze, als sie ihm ansah. Hey, schon gut, versuchte ich sie zu beschwichtigen. Das hat er nicht böse gemeint. Sam entgegnete nichts und sah verärgert zur Seite. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst, bevor du hierher kamst? Fragte ich das Mädchen ruhig und ging vor ihr in die Hocke. Sie wich meinem Blick aus, schaute einfach an mir vorbei. Das ärgerte mich. Hey du, ich wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Jetzt sah sie mich an. Verachtung stand in ihrem Blick. Ich kenne euch zwei Penner nicht, also fickt euch. Ich verzog irritiert das Gesicht. Reizend. Du willst also hier rumsitzen, die Hände in den Schoß legen und nichts tun? Meine Worte prallten einfach an ihr ab. Na schön, aber dann erhöhen sich mit jeder Stunde deine Chancen, dass du den da benutzen musst. Ich deutete auf den Eimer.